lassen. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Scheiße! Das waren alle. Gehen wir. Wieso ist denn jetzt... Wieso... Irrational Krieg drin? Hä, worauf schießen die denn? Bleib unten. Ich mach das. Achso, die haben sich eine Horde angelacht. Freaks! Lock doch die ganze verdammte Stadt zu uns! Freaks! Verteidige sie los! Ja, kann doch, können wir doch deren Problem sein lassen. Such dir Deckung schnell! In Deckung! Mach diese Schweine, lass sie erwischen! Ja, nicht schlecht. Jemanden hat's erwischt! Keinerlei Bewegung, Jemanden hat's erwischt. Guck mal eben hin, wie es hier aussieht. Bleib unten. Alles schon wieder despawned. Ah, naja, unkonsistentes Spiel manchmal. Ist doch geil. Ja, komm schon. Geht's noch, alter Mann? Hey, Opa, pass auf, das ist ein Sniper-Kumpel. Na los, töte sie! So ein Sniper-Dude ist halt immer chilliger, wenn man da was... Oh, ich hab keine Dings mehr. Kann ich noch welche nachmachen? Ja, kann ich. Sehr gut. Da sind Männer! Ich bin getroffen! Ihr seid gleich alle ganz übel getroffen. Da oben steht er. Hey, lol. Auf die Entfernung wahrscheinlich, oder? Hey, doch nicht auf den Opa. Ich verstehe auch nicht, warum wir uns jetzt nicht wenigstens temporär zusammentun, um die Horde umzulegen oder was auch immer da gerade kommt halt. Weil da laufen ja doch ganz schön viele rum. Und Opa ist relativ entspannt irgendwie. Aber gut, dann sind wir das auch. Und weil wir so entspannt sind, können wir auch, glaube ich, direkt mit dem Grüßen machen. Und ich glaube, zur 40. Folge, Alter. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Naschen den Bruder hier weg. Auf nasser Basis. Gott, was ein Chaos! Jetzt weißt du, warum niemand Shermans Camp betritt. Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Naja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Von mir nicht. Was interessiert uns überhaupt, was die denkt? Ist doch egal. Ist doch sein Camp. Das uns kann uns doch völlig Wumpe sein. Ja, ab dafür würde ich schätzen, hä? Wer zuerst da ist, oder was? Ja, okay, du hast gewonnen. Also wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick? Du erinnerst mich ein bisschen an mich. Und früher... Wie das? Mir ist alles scheißegal. Oh, du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, um irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Wer es nicht tut, stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Shermans Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen.
Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Ich lasse das nicht zu. Und drastisch entschleunigen. Okay. Waren das jetzt Ripper gerade oder nicht? Schizo, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gerne. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das, Mike, lässt du alle draufgehen. Deacon ist ja klein. Es wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu, hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht, genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Truser, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deek. Ich schlag mich nicht darum ein, von ihm zu töten. Ich habe genug getötet. Ja, meinetwegen. Auch wenn Carlos Ärger macht? Carlos. Ich halte Wort. So viel ist sicher. Digga, wenn dich ein alter Mann so anguckt, so mit dem Finger auf dich zeigt, dann hast du wirklich... Dann hörst du lieber zu. Kann ich mich auf dich verlassen? Iron Mike, noch mal ein bisschen... Bruder. Vertrauen. Herstellungsrezept für Attraktor freigeschaltet. Ultra wichtig. Was brauchen wir dafür? Kurz warten. So, jetzt. Immer noch kurz. Ach, wir sind im Camp, da können wir das eh nicht machen anscheinend. Ja, okay. Wilde Nummer. Nein, Mike. Darauf würde ich nicht wetten. Dein Waffenstillstand hält nicht. Ja, ausnahmsweise gebe ich Schizo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Nicht mehr. Okay, if you say so, my friend. Meinetwegen. Es geht direkt weiter in der Main Quest. Deacon spürt ein Nero-Forschungsteam auf. An Herodes Geburtstag. Da waren wir gerade erst. Und hier sind auch ein paar Nester, sehe ich doch. Aha, wird da wieder Schabernack und Schindluder getrieben? Oder wie ist das zu verstehen? Wie voll ist mein Tank? Wie toll. Die 40. Folge dieses spannenden Let's Plays. Schande wie Kosnis macht das, als hätte er noch nie etwas anderes gemacht. Da abonniert man doch gerne, nachdem man den Gefällt mir-Knopf betätigt hat. Genau das, was der Mann sagt. Geht's um dein Bike? Ich schau mich nur um. Ich finde das richtig cool, Thomas. Ich find das richtig korrekt. Es ist auch richtig cool für in den Videos, wenn das kommt. Tanken wollte ich eigentlich nur. Shit, du brauchst echt viel Benzin. Shit, du sollst echt die Fresse halten. Okay, dann machen wir uns jetzt anscheinend direkt wieder auf den Weg, was über Nero zu lernen. Was eigentlich ganz geil ist, weil es das näher dazu bringt, was mit Sarah passiert ist. Entschuldigung. Weil in meiner Meinung nach... Warum ist jetzt die Markierung da? Hallo? Bei meiner Meinung nach ist Sarah wahrscheinlich, fürchte ich, sogar ein Teil des Problems. Ich kenne ihn. Am Leben und wird Teil der Lösung sein. Jetzt gucken wir dann doch erst... Okay, Planänderung. Wir gucken doch erst, was unser Freund Busa macht. Wie geht's, Bruder? Dick. Ich könnte wirklich eine zweite Hand gebrauchen. Du legst dich hin. Ja, Mann. Er darf noch keinen Besuch haben, aber ich brauche wirklich Hilfe. Okay, bis später. Ich bin hier. Hey, Doc, im Ernst. Kann ich danach wieder Klavier spielen? Sehr witzig, William. Nice. Leg dich hin. Okay, Flohwalzer geht. Echt jetzt, es geht etwa so. Wie du siehst, geht es ihm schon viel besser. Schön. Das Fieber ist komplett weg. Oh, sehr gut. Alles klar, ich muss mich noch um was kümmern. Wie ich schon sagte, William verdankt dir sein Leben. William Busa schuldet mir einen Dreck. Ich schulde ihm. Ich hab noch zwei gerettet. Eddie und Mia wären gestorben ohne Antibiotikum. Das solltest du wissen.
Das war ein saftiger Galgenhumor. Gefällt mir gut. Es ist mein Bruder. Oh, 94%. Das heißt, Boozer ist bald wirklich. Waffe Boozers Flinte? Das scheint ihm schon etwas besser zu gehen. Lass uns doch mal direkt luschern, ob wir die ausrüsten können. Late Night Stream. Was geht, Blair? Hallo. Hallo, wollen sie dich auch an dich? Wir... Oh nein. Oh nee, ich will nicht Boozers Flinte ausrüsten. Ich will ein MG hier haben auf dem Slot. Hier, da. Warum ist da nicht Boozers Flinte? Das ist doch scheiße. Das ist doch blöd, Mann. Ja, noch ein bisschen. Noch ein kleines Ründli. Ein kleines Ründli. Spiel machen wir noch ein Spielli. Und jetzt auf einmal in die Richtung. Excuse me? Are you dumb? Stupid? Or dumb? Huh? An die Tankstelle hier müssen wir. Ja gut, dann nichts wie hinter. 95% Sprit. Nehmen wir den Hinterausgang vom Camp. Ich würde auch gerne das kleine Gasfass, wie man das nennt. Den kleinen Gasbehälter gerne hochjagen. Wie nennt man das, worin Gas ist? Gasbehälter? Hat das ein Wort? Driften auf dem Gehweg, as if it was nothing. Und rein in die Zündung. Schön, schön, schön. Captain Corey! Wo ist Captain Corey? Sie müssen ihn anfunken. Mann, der Außenposten wird angegriffen. Corporal, wir müssen weg. Wir müssen weg hier. Was passiert hier? Corporal, wir sind noch mehr. Corporal? Die Miliz. Was zum Teufel? Also vor allem, warum habe ich das gehört? Dick, es ist dringend. Ricky, was ist los? Der Kerl, den wir suchen, Eric Lynch, der Campbell und Reed ermordet hat. Auf der Farm. Der Lynch, Mistkerl. Weißt du, wo er ist? Ja, er ist am Nordufer bei der alten Bootsrampe. Skizzo wollte hinter ihm her, aber Iron Mike... Aber Iron Mike hat das Telefonat leider abgebrochen. Nice Lackierung auf dem Bike. Vielen Dank für das Kompliment. Ist auf Junis Mist gewachsen, glaube ich. Du darfst auch gleich gerne eine Farbe aussuchen, wenn du eine hättest. O'Brien, ich bin bei einem deiner Signaltürme. Der beim Rogue Camp. Drifter. St. John, meine ich. Verstanden. Was soll ich hier? Ich werde... Ein Heli ist bereits zu dir unterwegs. Sei bereit. O'Brien, Ende. Ah, deshalb bin ich hier. St. John, sie sollten längst bei dir aufgetaucht sein. Siehst du sie? Ja, die sind schwer zu übersehen. Was soll ich jetzt tun? Bleib an dem Forscher dran. Denk dran, wenn du nicht in Reichweite bist, kann ich die Daten nicht abgreifen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Diesmal musst du einen ihrer Helis mit dem Peilsender versehen. Den Hubschrauber. Okay, ich platziere den Peilsender am Heli. Und schon, Leute. Alles klar. Mittlerweile einfach beste Freunde mit denen. Nicht sehen. Also, was zum Teufel treibt ihr hier draußen, hä? Wolltet ihr nur mal kurz anhalten und euren Tank auffüllen, hä? Falls ihr das Schild nicht gesehen habt, dann wird er ist leer. Oder sie ist. Stopp! Das Gebiet steht unter Quarantäne. Okay, ich gehe ja schon. Das ist mir noch nie passiert. Ich gehe ja schon. Stopp, ich gehe ja schon. Als wenn die eigentlich direkt umlegen würden. Sprit für den Rückweg. Einmal Hölle und zurück an einem Tag. Sprit ist unser kleinstes Problem, wenn wir da sind. Bleib konzentriert. Gott, ich hasse den Scheiß. Also gehen wir hinter die Mauer. Da ist er. Ach, schon markiert. Oder sie. Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pionierfriedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt er nochmal? Ja, sehr rustikal und touristisch. Manche Dinge aus der alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Belknap-Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun.
ist. Warum? Wir wissen es nicht. Wieso bauen sie sie nur in, naja, Gebäuden, Häusern, Hütten und so? Wir haben die Theorie, dass... Sie finden sich nie dort, wo wilde Tiere sie bauen würden. In Bäumen oder in der Wildnis, nur in Häusern. Ist das dein Ernst? Wow, okay. Dann halt nicht. Das wohl dauern wird. Sollte bald geschafft sein. Ist er. Oder sie. 20 Listplätzen abgeschlossen. Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pionierfriedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Und dann hören wir das Ganze nochmal an. Weil es so schön ist und so spannend. Was ist, wenn wir einen Stein hier ins Getriebe werfen? Ach du Scheiße. Und wir moven gleich in das Gebäude rein und hören durchs Fenster zu. Nicht dein Ernst. Kann dieses Spiel mir mal bitte ein bisschen Spielraum lassen, wie ich diese Mission spielen möchte? Ja, dann laufe ich den jetzt gleich einfach straight hinterher. Da ist er. Und wir hören uns die gleiche Scheiße nochmal an. Sie. Ja, ja, und die Nisten nicht da, wo Tiere nisten würden, das ist die Frage von den Typen, hat ja nichts zu tun. Crazy. Wissenschaft und so, mit so einem dicken Heli auf unauffällig. Ich finde auch übrigens wild, dass, wenn ich sage, ich habe so ein Heli gesehen, keiner das glaubt, als wenn es so ein absolutes Einhorn wäre. Und wir haben mittlerweile, wir sehen jeden Tag 100 Helis gefühlt. Die lassen auch einfach laufen. Da sitzt auch keiner drin gerade. Die können ja auch einfach ausmachen. Der Pilot ist auch nicht da, der hätte mich ja gesehen sonst. Ist einfach allen egal. So. Der Brie kommt mit. Ich weiß ja nicht, was der Typ da links macht. Verse? Das muss nett sein. Überall bricht die Hölle los und man selbst schließt ein wenig in der Tiefe. Verdammt lange. Gott. So lange dauert's. Erledigt. Okay, jetzt muss ich nur noch weg von hier, bevor mich einer von Ihnen sieht. Wie lange noch? Keine Ahnung. Wir sind fertig, wenn der Doc es sagt. Bruder. Ein Partyhütchen zur Feier des Affiliate-Jubiläums. Hola, Senora Zurikat. Ah, Bruder. Okay, damit ist die Mission abgeschlossen. Wir sind beim Bike, das heißt, wir machen ein Quicksave. O'Brien. Oh. O'Brien, hörst du mich? Zuhören. Ich kann gerade nicht. Fuck mich später nochmal an. Ende. Immer die Ausreden, Digga. O'Brien. Der flunkert doch. Verdammt. Ist doch was im Busch. Ich bin's langsam leid, deinen Boten zu spielen, O'Brien. Gut, wir drücken nochmal schnell speichern und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, Kuss.